Suli Suli zum die Sims 4 Pferderanch Erweiterungspack Preview Special. Ich bin Daniel von SimFans.de und bei diesem Video handelt es sich um Werbung, da ich als Teil des EA Creator Networks einen Vorabcode für das Pferderanch Erweiterungspack bekommen habe. Vielen lieben Dank an EA, euch jetzt ganz viel Spaß, Daumen nach oben nicht vergessen, Dankeschön. So, heute gebe ich euch einen Überblick zum Erstellen eines Sim im Pferderanch Erweiterungspack und wir gucken uns natürlich hier erstmal die Pferde an, denn da gibt es hier eine neue Option, Pferd hinzufügen oder man kann auch einen Mischling erstellen. Wir klicken jetzt hier mal das an, dass ihr das seht. Ja, ihr seht es hier schon, wir haben hier die Pferde und ja, ist ja krass, oder? Man kann hier die Muskelmasse festlegen, ne? Ganz simpel, bleib mal halt mal still hier. Dass man das so sehen kann. Also das ist schon hier ganz gut ausgeprägt auch, ne, mit den Details und natürlich hier ein bisschen der Fett auch. Also das kann man hier so einstellen. Man hat dann noch die Möglichkeit hier oben, das ist ganz neu, das ist jetzt gerade mein Name drüber, ich kann nichts dafür. Und zwar kann man sagen, dass die Pferde sich hinlegen sollen, damit man das eben von unten auch angucken kann, wie das aussieht. Vor allen Dingen später beim Malen-Tool wird das spannend. Jedes Pferd hat drei Merkmale, ne? Wir haben hier aggressiv, dynamisch, entspannt, Freigeist, freundlich, intelligent. Ja, dazu mehr ein bisschen im Gameplay noch. Es ist halt so, ne, brauchen weniger Aufmerksamkeit, dann steigt die Fähigkeit schneller. Bei schlechtem Wetter und Gefahren sind sie tapfer, ne, erfolgreicher, freundlich, ist für die sozial, ne, entspannt, wie schnell sich die Fähigkeiten steigern und so weiter. Also da gibt es je nach Merkmal, könnt ihr auch Pause machen und das lesen, falls ihr das lesen wollt, genauer. So ein paar Details fürs Gameplay, ne, wie sich die Pferde eben verhalten. Und dazu auch neue Animationen, was ich sehr schön finde, dann auch jeweils. Und ja, man kann hier dann noch die, ja, das Geschlecht natürlich festlegen, Stute oder Hengst. Stuten können schwanger werden, Fohlen gebären und es gibt drei Altersstufen von Pferden, also Fohlen haben wir hier, ne? Wir haben dann das erwachsene Pferd und das Pferd im Seniorenalter. Ist das nicht toll animiert hier, oder? Man kann ja dann noch die Stimme festlegen, ne? Das geht auch. Hört man jetzt nicht so viel, aber okay. Und man kann natürlich noch die Beziehungen festlegen. In dem Fall ist es aber irrelevant, natürlich Beziehungen zu Fohlen. Ne? Dann wird dann das auch getrackt im Stammbaum. Aber hier haben wir natürlich die Besitzer, jeweils die Familie, dem das Pferd gehört. Das ist dann auch hier alles, was man einstellen kann. Wir haben dann noch die Möglichkeit, natürlich einen Namen zu geben. Hier haben sie auch neue random Namen gemacht. Flo, Moon, Samba, irgendwie. Ne? Das sind so typische Pferdenamen, haben sie da irgendwie reingepackt. Finde ich auch nicht schlecht. Man kann natürlich auch normale Namen festlegen. Nachnamen sind auch möglich, wenn man das will. Das sind dann die normalen Familiennamen, aber. Ja, dann haben wir hier das Menü und zwar gibt es hier verschiedene Rassen. Und Rassen sind über 30 Stück hier drin. Man kann dann die Rasse auswählen, also man wählt die hier aus und dann ist das Pferd in dieser Rasse. Interessant ist hier dann auch, dass es natürlich ja, unterschiedliche ja, Fellfarben damit dann auch einherkommen. Aber die Fellfarbe ist erstmal nicht relevant für die Rasse. Natürlich haben manche Rassen bestimmte Fell. Typen, aber das ist, man kann es später auch noch komplett anpassen. Da geht es mehr so um die allgemeine Rasse, ne? Um die Körperform, den Körperbau und wie die standardmäßig eigentlich aussehen. Man kann dann, wie gesagt, noch ins Detail rein, wenn man das will. Und er kann hier auch ganz gut suchen nach einer Rasse oder auch hier filtern, ne, was für Arten man möchte und welche Farben man möchte. Feldzeichnungen. Heißt das offiziell. Also ich finde es ganz schön gemacht, auch, dass es da so unterschiedliche gibt. Die sind auf keinen Fall irgendwie auch ähnlich. Ich finde die schon sehr ausgeprägt, auch wenn ich jetzt kein Pferderassenexperte bin. Aber man sieht hier zum Beispiel, ne, wie der Körperbau dann gleich hier ganz anders aussieht bei diesem Pferd oder hier dann im Vergleich. Das ist dann schon, finde ich, ganz gut ausgeprägt auch gemacht. Dann haben wir die Möglichkeit, hier Rassen natürlich auch noch zu mischen. Ne? Das geht dann auch, man kann diese Rasse hier auswählen und dann eine zweite Rasse auswählen. Und dann kann man die Rasse quasi mischen, dann gibt es einen Mischling. Und das geht auch, mit zwei Rassen kann man das machen. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, ich gehe mal hier wieder auf ein... Ja, jetzt gehen wir da mal wieder raus, geht das hier wieder weg.
Gehen wir mal hier drauf und dann können wir mal gucken, den Körper. Es gibt verschiedene Körperarten, die man dann auch nochmal ändern kann. Hier, ne, also so verschiedene Stile eben des Körpers. Aber man kann auch komplett selbst reingehen. Also man kann auch das Pferd anklicken, ne, und sagen, hier zum Beispiel größerer Kopf, kleinerer Kopf. Oder hier den Körper, ne, kann man hier so auch ziehen. Und das dann so anpassen, wie man das möchte. Und es geht nicht nur hier, sondern insgesamt auch. Also man kann auch zum Beispiel jetzt hier drauf, dann ändert es den ganzen Kopf. Aber wenn man hier Doppelklick reinmacht, kommt man in den Detailmodus rein. Und da hat man dann nochmal die Möglichkeit, hier zum Beispiel die Ohren hier ne, zu drehen, die Höhe zu verändern. Hier ist so ne, die Größe hier zu verändern. Oder hier den Kopf, hier nochmal die Schnauze. Dann hier nochmal auch bei den Augen dann auch nochmal mehr ins Detail zu gehen. Ne? Hier dann wirklich komplett alles zu ziehen. Also ich denke, das ist mehr als umfangreich. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die das so tief machen. Bin ich positiv überrascht gewesen, als ich das erste Mal gesehen habe. Und es geht dann echt auch also bis zum Hals hier. Man kann auch die Beine nochmal separat machen, wenn man das möchte. Und ja, im Gesicht hat man auch eben diesen Detailmodus, wenn man da doppelt reinklickt. Muss man wissen, hier gibt es auch die Detailbearbeitung. Ne? Und dann kommt man noch tiefer rein und hat dann noch mehr Anpassungspunkte. Also hier Stirnhöhe und also wirklich alles Mögliche, was es hier so gibt. Hier die das Maul hier, also gibt es alles hier, die Schnute. Sehr süß gemacht. Man kann dann auch noch hier reingehen. Also das ist auch nochmal separiert. Dann die Kopfform, nicht nur die Körperform, sondern man kann auch den Körper quasi so lassen und den Kopf dann nochmal extra anpassen. Ohren gibt es auch verschiedene Presets, also voreingestellte Ohren. Hier das Maul, ne, genauso. Da kann man dann auch nochmal hier diese Änderungen vornehmen. Augen natürlich auch, ne, was für Augen, welche Augenfarbe gibt es da. Die sind ein bisschen pixelig, also wie wir schon im Trailer gesehen haben, weiß ich nicht, warum die Augen so arg pixelig machen, es sieht ein bisschen creepy aus, finde ich. Aber ja, das ist halt so. Und es gibt ein Horn. Wenn man das Horn gibt, dann glitzert das ganze Pferd und es gibt besondere Töne von sich. Ist aber nur dekorativ, also es gibt kein Einhorn mit besonderen Fähigkeiten, nur ein visuelles, optisches und audiovisuelles Einhorn quasi, wenn man so will. Und dann gibt es noch den Anstrichmodus. Das ist der Modus, in dem man natürlich das Pferd anpinseln kann. Es ist so ein bisschen halt, ne, im Trailer haben sie ein Clownspferd gezeigt oder so ein Feuerpferd und so. Aber man kann da ganz normal hier das anmalen, wer es kennt aus Hunde und Katzen. Ne, da kann man dann verschiedene Farben auswählen und das dann stempeln. Man kann auch die Transparenz ändern. Oder hier die Helligkeit, ne, natürlich auch. Und man kann das wie ein Pinsel, kann man da dann so drüber streichen. Und es malt auch übereinander, also layered-mäßig geht das. Pinsel kann man drehen, Pinselgröße kann man festlegen. Man hat hier noch ein Radiergummi. Man kann ein Pipette-Tool hier nehmen, damit man diese Farbe dann hier hat, wenn man die aufgreifen möchte. Man kann eine Füllfarbe machen, damit das ganze Pferd eingefärbt wird. Oder man macht hier, also es gibt hier einen Spiegel-Button. Und wenn man dann auf der einen Seite was macht, ist es auch auf der anderen Seite entsprechend so. Wie gesagt, zum Anstreichen, ja, ist das so ein grundsätzliches, sieht jetzt ganz schlimm aus, ich weiß. Neben den Pinseln gibt es jetzt aber auch noch Stempel. Stempel sind so, ne, Formen, die so ein bisschen ausgeprägter sind. Da kann man dann auch quasi so einen Stempel irgendwie drauf machen, wenn man das möchte. Und man kann den Stempel, wenn man den so drückt und zieht, dann dreht er sich zufällig in irgendeine Richtung und dann wird das so ein bisschen natürlicher. Muss man auch wissen. Es gibt dann noch diesen Detailanstrichmodus, da kommt man dann noch näher ran. Na, da kann man dann noch näher an das ganze Tier ran, um das noch genauer hier ja, anzustreichen hier. Vor allem zum Kopf kommt man daran, ne? Das sei gesagt. Die haben hier auch weitere neue Stempel hinzugefügt. Und das Ganze kann man hier in der Vorschau dann angucken. Und dann hat man hier zum Beispiel den richtigen Winkel für diese Marke. Dann haben sie teilweise auch kulturelle Sachen mit reingebracht. Und dann gibt es noch Schablonen als drittes. Also wenn ihr zum Beispiel Sterne haben wollt, dann könnt ihr pinke Sterne hier oder rote Sterne hier machen wir mal hier, damit man es auch sieht. Und dann seht ihr hier, das leuchtet so auf. Und wenn man jetzt hier ein bisschen größere Pinselgröße können wir dann nehmen. Wenn man jetzt hier drüber malt, dann malt es nur dort, wo der Stempel eben aufleuchtet. Und so kann man das dann auch, ja, nochmal besser
anstempeln, sag ich mal, dazu. Und hier auch, na, dann gibt es das so ein Muster, was man da nochmal die Farbe, die Ausprägung machen kann. Natürlich könnte man zum Beispiel ein braunes Pferd nehmen und da unten dann so ein bisschen so Flecken mit dunkelbraun oder so, ne, als Anwendungszweck. Ich zeige es jetzt hier nur, damit ihr seht, wie das Tool funktioniert und was das kann und was das nicht kann. Aber es ist sehr umfangreich. Spiegelmodus kann man auch ausmachen, wenn man das nur auf einer Seite dann will. Und hier kann man das dann auch wieder alles entfernen, wenn es zu bunt wird. So, dann gehen wir mal weiter. Wir waren ja hier im Körper, ne, und im Detail. Dann haben wir hier jetzt noch die Mähne. Die Mähne, da gibt es auch verschiedene Presets, also quasi wie die Frisuren der Pferde. Finde ich auch ganz schön. Ja, haben sie so verschiedene Frisuren gemacht. Und es gibt natürlich auch ohne Frisur. Man kann das Ganze dann auch noch, natürlich die Mähnenfarbe kann man auch noch ändern. Typische Haarfarben sind hier dabei. Es gibt auch, finde ich, ganz schön so ein bisschen mehr noch so Weiß und so Grautöne. Das haben wir bei den Sims ja nicht so detailliert. Und hier auch noch so ein paar typische Pferdefarben bis hin zu bunten Barbie-Pferden oder wie auch immer. Und viele schöne Brauntöne auch. Also ich finde es auch hier ganz rund. Mähne, dann haben wir Stirnlocken, ne? Das ist das hier vorne dann. Man kann das auch hier anpassen an die Mähnenfarbe, ne, wenn man will. Oder man macht das individuell, das geht auch. Also unterschiedliche Farben hat man da dann auch. Dann gibt es hier noch den Schweif. Ja, einmal ganz Standard hier, dann geflochten, einmal mit so einem Band. Und hier dieses, ich nenne es Pommes, Curly Pommes hier. Dann haben wir die Hufen, also die Kötenbehang. Den Kötenbehang, also so sieht das aus und so und so. Und auch die kann man individuell einfärben. Immerhin gibt es 2 Stück, beziehungsweise 3 mit dem ohne. Dann haben wir noch die Felldicke. Das finde ich ganz schön. Das ist ein bisschen versteckt da unten irgendwo. Weil das ist ganz schön, wie behaart ist das Fell? Also ist es stark flauschig oder ist es eher glatt? Das Fell, das finde ich ganz schön und das geht über alle Fellfarben und Muster, was auch das nächste Thema ist, hinweg. Also man kann auch hier jetzt wieder sagen, flauschig oder nicht so flauschig. Das geht auch über diesen Button. Ich hätte ihn hier irgendwo vermutet, aber dass ihr das auch mal gefunden habt. Na, und dann bleibt das auch so und sind alle irgendwie ein bisschen flauschig. Jetzt kann man hier natürlich noch die Fellfarbe anpassen. Hier ist es so, man muss nicht immer direkt in den Anstrichmodus rein. Man hat hier oben so Preset-Farben. Also man hat ein Pferd mit verschiedenen Farben, manche mehr, manche weniger. Und wenn man da oben jetzt reingeht, ne, dann kann man sagen, hier die Basisfarbe, die soll hier so eher rötlich sein. Dann das sind hier dann diese Highlights, ne, da am Rand, dann soll das so ein bisschen grau sein. Dann hat man das hier, das sind dann die dunklen Highlights, also oben und an den Beinen und so. Ne. Hier sieht man es nochmal, wie das aussieht, wenn man eine ganz andere Farbe nimmt, was es da eigentlich betrifft. Da kann man dann auch nochmal das genauer festlegen. Also ich glaube, in dem Modus ist man öfter unterwegs als im Anstrichmodus. Und hier dann nochmal diese Feindetails und dann hier nochmal hier ist, glaube ich, vorne dann die bei der Schnauze, dann beim Kopf, dann da die Farbe, die kann man dann auch hier nochmal individuell festlegen. Und wie gesagt, dann kann man auch in den Anstrichmodus reingehen. Und da gibt es dann eben diese Fellfarben, da gibt es auch etliche Fellfarben bis hin zu sehr krassen Presets, die gemacht haben, die man da auswählen kann. Ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Und ja, da gibt es dann auch tolle Kombinationen, finde ich, ne? Wie hier zum Beispiel so, wo da hinten oder hier dieses Muster. Das ist dann ganz okay. Also die Auswahl finde ich hier auch ansprechend groß und ausreichend. Dann haben wir Outfits. Ja, Outfits für Pferde, aber keine Angst, keine komischen, wie in Landhausleben, so übertrieben. Wir haben hier einmal so Satteldecken oder wie man das nennt. Und es gibt hier 2 verschiedene. Einmal diese neutrale und einmal hier haben wir das kulturelle ja auch wieder mit dabei, was wir in dem Pack ja mit drin haben. Finde ich auch sehr schön von den Texturen, richtig viele auch. Dann haben wir verschiedene Sattel. Es gibt 3 verschiedene Sattel. Und das ist der eine, das ist der zweite. Ne? Bisschen Englisch, bisschen Western hier natürlich mit dabei. Und das ist dieses schicke hier nochmal mit Taschen und so da dran. Finde ich auch sehr cool. Und da gibt es dann jeweils also wirklich umfangreiche Farboptionen. Ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Finde ich zumindest, weil das ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich hier an den Farben. Da müssen aber die Pferdeliebhaber hier unter den Zuschauern sagen, ob diese Sattel hier perfekt sind oder nicht. Dann haben wir hier noch diese. Mir fällt immer, geht mir das hier dann raus hier. Also, das hier haben wir auch noch um den Kopf. Nachher fällt es mir ein, wenn das Video aus ist. Und dann, hier gibt es auch noch verschiedene. Genau. So sieht das aus.
Alright, da gibt es auch verschiedene hier noch mit so Mustern, mit so ein bisschen Metall dabei. Hier ist eher so ein bisschen schlichter. Und dann haben wir noch so ein bisschen Kramszeug, wie so Hüte, ne, gibt es auch. Das wird mal jetzt stillstehen. Das ist wieder wie bei den Meerjungfrauen, bewegen sie auch ständig. Hüte gibt es noch. Man hat, das finde ich sehr schön, so diesen Blumenkranz, was sehr, sehr toll ist. Als Deko für das Pferd hier. Also kann man machen, wie man will. Und hinten die Schleife. Also alles mehr oder weniger harmlos. Nicht komische, was weiß ich, was wir alles hatten bei Lamas und so weiter. Hinten auch so eine schöne Blüte. Und dann gibt es hier noch diese Wärmer hier unten. Das gibt's auch noch hier. So sieht das aus. Mit Rainbow gibt's alles hier. Was man sich so vorstellen kann. Finde ich ganz gut gelöst. Ja. Taumzeug, dankeschön. Sattel und, heißt das nicht Sattel? Ich dachte, das heißt Sattel, Mehrzahl. Decken und eben diese Accessoires. Und dann gibt es hier noch diesen Anstrichmodus, da kann man auch hier rein, aber man kommt auch über die Rassen, über das Rassenmenü nochmal rein. Das war auch soweit das Pferd, also das kann man so, das kann man alles machen. Wie gesagt, wenn man auf den Kopf klickt, kommt hier nochmal dieses zweite Menü, ne, wie bei den Sims auch, und das ist eben das Körpermenü und das Kopfmenü, das sind so die zwei Menüs, die es gibt, und da kommt man dann auch nochmal in die Detailbearbeitung rein. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal als Fohlen. Also man kann hier ganz normal ein Tier hinzufügen dann wieder. Das ist auch dort, wo die Hunde und Katzen sind, wenn ihr das habt. Und dann kann man hier auch ein Fohlen machen. Mega cute. Fohlen haben auch dieselben Merkmale. Wenn ihr übrigens im Spiel ein Fohlen auf natürlichem Weg bekommt, dann könnt ihr aber noch Zuchtmerkmale, das sind drei Stück, freischalten. Die kommen random, zufällig kommen die. Und das Champions-Merkmal von den Eltern kann auch, wenn ein Pferd ein Champions-Pferd ist, kann das auch vererbt werden auf das Fohlen. Also Züchtung ist damit drin, mehr dazu im Gameplay. Aber das ist auch soweit das Dings. Ja, das ist dasselbe Menü quasi, nur für Fohlen. Es ist mega knuffig, statt Fohlen, finde ich. Es hat auch hier wieder die Möglichkeit, ne, so Sachen alles festzulegen. Da gibt es ein bisschen weniger natürlich, weil das ja nur, also, ne, so ein paar Tage in Fohlen bleibt. Das ist ja nicht so lang Fohlen, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Aber hier gibt es auch dann noch dieses Einhorn in Babyform. Gibt es auch. Und ansonsten gibt es halt, ne, so ein paar, es ist nur ein Maul hier. Es gibt jetzt dann nicht irgendwie noch mehr was. Aber ihr könnt es auch hier nochmal anpassen und so. Das funktioniert schon. Also wenn ihr das machen wollt, hier, ne, auch die Länge hier und so. Das ist wirklich sehr umfangreich. Große Augen, kleine Augen, Ohren und so weiter gehen auch. Das wird auch dann übernommen, wenn die heranwachsen. Ja, oder hier die allgemeine, ne, Körperform und so weiter. Und das geht schon alles. Dann haben wir hier natürlich auch, wie gesagt, die Rassen. Man kann hier ein bisschen weniger Körperpresets. Hier gibt es dann auch nur zwei Mähnen. Also entweder mit oder ohne. Schweife und Stirnlocken hier dasselbe. Da haben wir auch nur eins dann. Aber das ist, denke ich, für ein Fohlen in Ordnung. Hier dann auch bei den Fellfarben und Mustern gibt es dasselbe Spiel. Hier auch Outfits sind hier dann auf Decken begrenzt, weil auf Fohlen kann man natürlich nicht reiten. Kinder können auf normal großen Pferden reiten, nicht auf Fohlen. Nur weil die Frage immer wieder aufkam. Und hier haben wir natürlich auch den Anstrichmodus, ganz normal, wie man es hier sich ja, vorstellt oder nicht vorstellt. Ja, soweit das Pferde erstellen. Ja, hier stellen die sich nochmal tot. Das ist einfach, dass man unten auch gut malen kann. Ne? Das ist jetzt nicht so realistisch, aber okay. Ja, das waren die Pferde. Jetzt haben wir aber noch, jetzt müssen wir hier wieder raus zum Anstrichmodus. Jetzt haben wir hier aber noch die Möglichkeit, natürlich Sims einzukleiden mit dem Erweiterungspack. Wir fangen mal heute bei den Kleinkindern, bei den Säuglingen an. Sind das Säuglinge? Wir haben kein neues Merkmal. Bestreben haben die ja eh nicht, ne? Und auch hier gibt es keine neuen Optionen. Aber wir haben genau ein neues Teil. Und zwar ist das ein Gesamtoutfit. Das ist das Einzige, was es gibt. Also es gibt keine anderen Dinge, aber das ist mega knuffig. Mega knuffig hier, dieser Tier-Pferde-Hoodie hier. Wirklich schön, auch hier mit so ein bisschen bunt. Aber es gibt sonst halt echt gar nichts. Das ist leider so. Dann haben wir, also hier, ich zeig's euch auch nochmal, ne, da ist nichts Neues dabei. Und ja,
So sieht das aus. Dann haben wir bei den Kindern, da ist es, also Kleinkinder, da ist es ähnlich. Keine neuen Merkmale, ne? Es gibt ja diese Merkmale hier. Aber wir haben ein neues Komplett-Outfit, ne? Das ist hier bei den Mädels nur dabei. Finde ich auch sehr knuffig, also wirklich süß gemacht. Das haben wir dabei. Und bei den Tops gibt es hier auch nochmal ein neues Teil, was auch sehr süß ist, finde ich. Und ja, mit so Tiermotiven und so. Also was es gibt, das ist gut, aber es gibt sehr wenig für diese Altersstufen und diese Hose. Was anderes gibt es nicht, also keine Accessoires, keine Frisuren oder irgendwas. Leider gibt es das nicht. Auch keine neuen Hüte und so weiter. Aber ich glaube, wir haben noch Stiefel. Und das ist auch das vierte Teil. Also ein Komplett-Outfit, ein Oberteil, eine Hose und Stiefel haben wir ja für die Kleinkinder. Dann geht es weiter mit den Kindern. Da gibt es schon wieder ein bisschen mehr, ne? Da haben wir auch ein neues Merkmal für die Kinder. Und zwar ist das Pferdeliebhaberin, ne? Und Bestreben gibt es aber nichts Neues. Das sind die ursprünglichen. Hier haben wir dann die Möglichkeit, natürlich... Jetzt sind meine Filter wieder raus, wer weiß warum. Wir haben neue Hüte. Das ist einmal so ein Cowboy-Hut, ne? Und dann haben wir noch so einen Reithelm. Das gibt's hier auch. Man kann die auch, finde ich, ganz gut hier direkt auswählen, weil es ist ja die Möglichkeit beim Fahrradfahren zum Beispiel nicht gegeben. Da ziehen die random irgendeinen Helm auf, einen Fahrradhelm. Und beim Pferdeerweiterungspack kann man die Helme auswählen. Accessoires gibt es nichts Neues, Make-up gibt es eh nichts Neues, ne? Und Frisuren, da haben wir aber noch was, ich musste den Helm aber ausziehen. Da haben wir neue Frisuren, 3 Stück hier. Die sind auch ganz schön, weil wenn man heranwächst, dann gibt es eine passende Frisur, die der entspricht, ne? Wenn man hier älter wird, wird das entsprechend dann übernommen. Dann haben wir die Hüte, Accessoires und so hatten wir schon. Dann kommen wir zu den Outfits. Es gibt nichts Neues beim Körper. Vorgefertigte Looks haben wir hier auch. Ja, das habe ich hier auch mal ausgewählt gehabt. Und da gibt es dann auch noch so vorgefertigte Looks. 2 Stück. Dann haben wir Oberteile. Ja, da gehen wir auch mal durch. Ich würde sagen, wir gehen da mal nach Männlein und nach Weiblein durch, damit wir die hier alle mit dabei haben. Klar, es gibt keine Kombination, 3 Oberteile und wir haben auch hier noch 2 Hosen. Dann sind wir hier mit den Accessoires, gibt es nichts Neues und hier haben wir ein neues Stiefelpaar. Und ja, gucken wir uns das mal an. Also wir haben hier das Oberteil. Finde ich ganz schön auch, ne? So ein bisschen so eine Jacke, Outdoor-Jacke. Dann gibt es so ein Hemd mit Schleife unten hier zusammengebunden und mit Knoten. Und dann haben wir ein Knotenshirt und da haben wir dann so ein Oberteil, sehr süß, ne? So schön layered und so auch tolle Farboptionen. Bisschen was Kulturelles so dabei, dieses Gestrickte. Finde ich sehr schön. Und passend dazu gibt es dann auch noch die Hosen quasi. Ich mache das oben mal weg, dass ihr das auch seht mit dem Gürtel hier zum Beispiel. Das ist auch so leicht transparent unten. Finde ich sehr süß gemacht. Also was sie gemacht haben, ist sehr gut, aber ist ein bisschen wenig, finde ich. Hier auch so eine schöne Jeans, ne? Mit Gürtel auch, finde ich immer sehr gut, weil die Basegame-Hosen haben alle keine Gürtel. Ganz oft in diesem Pack sehen wir auch schmutzige Hosen, also Farboptionen, die schmutzig sind. Aber dann auch hier zum Beispiel eine saubere und dann gibt es eine schmutzige passend dazu. Also hier eine sauber, hier die gleiche Hose schmutzig. Das haben wir ganz oft und zieht sich so ein bisschen durch viele Objekte. Genau, das war es dann auch schon. Also nicht sehr, sehr viel, aber was wir haben, ist ganz cute. Dann geht's weiter mit den erwachsenen Sims natürlich hier. Und da haben wir auch einiges Neues. Wir machen jetzt mal mit den Männern. Da gibt es natürlich hier ein neues Oberteil. Ich ziehe mal die Handschuhe aus, damit man das hier erkennt besser. Es gibt hier so eine neue Jacke. Ne? Ich gehe jetzt so ein paar Farboptionen immer durch, dass ihr so einen Überblick bekommt, was da alles drin ist, welche Menge drin ist. Das interessiert euch ja, denke ich, auch. Jetzt, wenn es ganz ins Detail geht, auch ganz schön mit den Handschuhen. Wunderschöne Texturen. Richtig schöne Jacken vor allen Dingen, muss man sagen. Das ist richtig schön. Auch so Westen gibt es natürlich dabei. Also tolle Texturierung wieder. Das ist ein bisschen glänzig auch gemacht und so. Also da haben sie schon sich so Mühe gegeben, würde ich jetzt mal sagen, was das angeht. Wir haben hier
dann nochmal, also das ist nochmal hier, die so ein bisschen strukturierter ist, dieselbe Weste mit anderen Farben dann auch nochmal. Hier gibt es dann so ein etwas wärmeres Oberteil, da wird es mir ganz warm, wenn ich das angucke. Dann haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir hier Rekordtemperaturen in Deutschland. Das ist immer auch, finde ich, wenn man dann Sims anguckt, hier mit Hufeisen, auch so ein Thema, wenn man Sims anguckt, weil ja, wenn die so warm angezogen sind, dann ist es echt... Fühlt man das mit? Hier ist sehr schmutziges Hemd wieder, wie gesagt. Da gibt es immer so ein paar schmutzige Farboptionen. Das sieht man immer unten an diesem kleinen grünen Dreckbalken beim Vorschaubild. Also das man hier und dann ne, so das Schmutzige. Dasselbe in grün, dasselbe in schmutzig. Also wirklich schöne Sachen dabei. Ich weiß nicht, bei dem finde ich die Textur irgendwie ganz schlimm, aber ich glaube, das soll so sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber die ist echt arg pixelig, gerade die Knöpfe und so. Ich weiß nicht, manchmal haben sie so Schnitzer drin. Das ist wieder voll das pure Gegenteil, ne, muss man sagen. Das ist so dieser Rancher-Chef. Dann haben wir hier noch was, ne, das ist dann wieder so ein bisschen... Ranch-Arbeiter-Style, ja, so ein bisschen, ich wäre gern Rancher, aber weiß nicht, wie anpacken. Ja, hier ist der Party-Rancher, die kriegen von mir alle Namen, hier auch ganz schön mit diesen Zähnen oder Knochen oder was das ist. Und hier dann, ja, das kulturelle, so ein bisschen Poncho-Style. Ein Stück weit Poncho, ist nicht wirklich Poncho, aber das geht in die Richtung. Und dann haben wir hier das noch. Mit dieser Weste und dem Hemd. Also wirklich schöne Sachen, vor allen Dingen relativ viel für die Männer dieses Mal, was mich gewundert hat. Wir haben 4 Komplett-Outfits hier auch noch. Das ist auch noch dabei. Ich finde die sehr ähnlich zu den Einzelnen. Ich verstehe es auch nicht ganz, warum das Komplett-Outfits sind. Also, aber das ist halt so. Also auch hier wieder mit dem Fellmuster und dann hier noch dieses Reiter-Outfit. Ja, die Stiefel dazu sind auch gut, aber ja, die hat er halt drüber. Dann haben wir natürlich hier noch Hosen, gibt es auch noch welche, hier 3 Stück, 3 verschiedene Arten, ne? Und ihr denkt, oh, es gibt schon Jeansstoffe, Farben wieder, mal eine mit verratzt, hier auch mit Schmutz und hier dann die Silvestern-Hose hier auch noch. Ja, dann gibt es hier Accessoires. Wir haben Handschuhe. Das sind so richtig schöne Handschuhe. Die sind so ein bisschen plastischer. Sonst hatten wir eher so flache Handschuhe. Das sind so richtig Arbeitshandschuhe. Und natürlich Stiefel. Da haben wir 2 neue Stiefel. Zieh mal die Hose aus hier. Ups. Da haben wir wirklich also schöne Stiefel. Richtig gute Farben und so. Also Custom sind mittlerweile drauf. Auch schmutzige, was ich sehr schön finde. Farboptionen. Hier noch so ein bisschen schickere Schuhe, finde ich jetzt. Ein bisschen höher. Vorgefertigte Looks gibt es hier auch, ne? Da gibt es hier auf zum Rodeo hier. Dann haben wir hier ein cooler Rancher. Das ist so zusammengestellt, ne? Sowas so ein bisschen Trauer Rancher, Pferdeflüsterer hier. Finde ich ganz schön kombiniert. Ja, das war's auch. Und dann haben wir natürlich noch, jetzt waren wir gar nicht im Körper, weil wir müssen hier, am Körper gibt es nichts Neues, keine Tattoos oder etc. Aber wir haben neue Frisuren. Und da gibt es 5 Stück, wobei wir erstmal die Hüte durchgehen, weil da haben wir ja auch einige dabei mit so verschiedenen Farben natürlich auch hier wieder. Schöne Hüte hier, noch so ein Hut. Dann haben wir noch so einen anderen Cowboy-Hut hier nochmal im Vergleich, ne, der ist so ein bisschen höher und der ist so ein bisschen breiter, so ein bisschen mehr Indiana Jones. Und da haben wir ja dann diesen Reiterhelm, es gibt noch so eine Cap. Ne? Das haben die ganz oft bei den Ranches mit ihrem Logo drauf und so. Und da haben wir dann noch so einen kulturellen Hut mit so einer Feder. Auch den gibt es sehr schmutzig, finde ich. Finde ich ein bisschen arg schmutzig. So ein bisschen schmutzig wäre schöner, das ist schon arg schmutzig. Ja, okay. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier auch Frisuren festzulegen. Und da gibt es 6 Stück für die Männer. Auch hier natürlich in allen Haarfarben. Und ja, so sehen die aus. Finde ich sehr, sehr cool. Also passt auch, sind wieder Varianten dabei, die man so jetzt noch nicht hatte. Das sind so ein bisschen eine Abwandlung, so ähnliche Frisuren hatten wir natürlich schon. Aber ich finde das ganz gut so vom Mix. Ne? Es ist ja für jeden, glaube ich, ein bisschen was dabei, so für jeden Typ Sim. Wir haben auch tolle Bärte, ja, finde ich, weil es ist wirklich cool, denn man hat ja hier so einen riesigen Schnauzer und hier dann noch so eine Kombinationsbart. So was hat uns auch noch gefehlt irgendwie. Entweder war es zu wenig oder zu viel und so eine normale Länge Bart irgendwie. Und dann haben wir hier noch sowas, was auch sehr witzig ist, finde ich. Das ist irgendwie knuffig. Okay, dann haben wir, genau, Hüte, Accessoires, geht es dann noch weiter. Wir haben hier Ohrringe.
Ja, es sind tatsächlich auch bei Männern dabei. Ist hier genderneutral, weil bei den Frauen gibt es genau die gleichen. Aber dass ihr die mal auch gesehen habt. Und dann haben wir noch was hier, das ist sehr cool. Und zwar so ein Tuch. Und das Tuch, das gibt es einmal mit so einer Schleife und einmal ohne. Textur ist echt schlimm, muss man wirklich sagen. Die ist sehr pixelig. Und das gibt es aber auch in verschiedenen Farben, aber auch mit so einem Karo-Muster und auch neutrale Farben. Und die gehen wirklich, das haben die Entwickler extra betont, über jedes Oberteil, also quasi nahezu jedes Oberteil, weil man soll selber festlegen, ob man es haben will oder nicht. Und wenn es dann mal klippt, also es so reingeht in ein anderes Objekt, weil hier der Kragen zum Beispiel so hoch steht, dann ist das trotzdem die eigene Freiheit, das so zu machen oder nicht zu machen. Also das entfernt sich nicht automatisch, hatten wir in der Vergangenheit ganz oft, dass sich das immer entfernt. Aber das geht hier echt überall drüber. Finde ich sehr gut, dass die es nicht an ein Outfit geklebt haben, sondern das Tuch frei gemacht haben und uns die Freiheit überlassen, wo wir es platzieren und wo nicht. Denn darum geht es, finde ich, in diesem Spiel, dass wir die Freiheit haben zu tun, was wir wollen, wie wir es wollen. Ja, genau. Dann haben wir das hier noch. Make-up haben wir kein neues. Brillen und sowas gibt es auch nicht. Und ja, damit haben wir, glaube ich, alle durch. Ziemlich sicher sogar. Wir haben bei den erwachsenen Sims 2 neue Merkmale, also auch Pferdeliebhaber, wie beim Kind, was wir schon gesehen haben. Aber auch das neue Merkmal des... Wie heißt's? Wo ist es? Ich find's nicht. Ich glaube, das ist auch nicht. Ist das hinten? Treu, nee, da ist im Update gekommen, glaube ich. Rancher, natürlich, das Ranchers. Howdy, Suli Suli. Und da gibt es leider keine neue Animation, aber hier haben wir eine neue Animation bekommen im Cast. Dann haben wir zwei neue Bestreben. Einmal unter Essen ist das der Experte der Nektarherstellung. Ist ein relativ simples Bestreben, besteht nur aus einer Unterkategorie. Aber wir haben auch ein komplexeres und das ist das des Ranchers und des Reitprofis und das ist unter Sport und das ist auch komplex, das hat 4 Stufen mehr dazu im Gameplay. Also 4 Stufen mit unterschiedlichen Aufgaben dann jeweils. Und das Nektarherstellung ist halt relativ simpel gestrickt. Das ist auch alles soweit. Natürlich gibt es die Merkmale auch bei den Frauen und die Bestreben und so weiter. Ansonsten haben wir hier oben nichts Neues bekommen. Dann haben wir natürlich noch die Ladies. Auch hier kommen wir mal rein, obwohl wir schon einiges gesehen haben. Hier die Hüte sind dieselben. Ne, brauchen wir uns nicht weiter angucken. Frisuren natürlich nicht. Da haben wir ein paar mehr wieder. Wer hätte es gedacht, dass die ein paar mehr wieder haben. Ja, aber sehr geile Frisur, muss man echt sagen. Also wirklich. Ich finde das, ich feiere das wirklich. Also ich finde das so cool. Ich nehme jetzt hier mal so ein Blond, damit man das besser erkennt, diese Details auch, ne? Als, im Vergleich zur Hautfarbe finde ich das dann immer hier jetzt ganz passend. Um das sich anzugucken, natürlich sieht es jetzt hier besser aus, wenn die dunkle Haare hat, aber ja. Und dann hier noch so eine Kurzhaarfrisur, ne, gibt es hier auch noch dabei. Finde ich sehr, sehr schön gemacht, wirklich sehr, sehr cool, besonders die hat es mir angetan. Top. Hüte, wie gesagt, haben wir dieselben, Accessoires sind auch dieselben, also diese Ketten haben wir dann hier noch. Die können wir jetzt noch angucken, neben den Tüchern, die habe ich mir mal aufgespart. Auch wieder dieser kulturelle Aspekt hier mit dabei. Und das muss ich kurz gucken, dass wir einen Filter reinmachen, dass ich nichts vergesse, weil ich dachte, wir hätten noch ein weiteres Objekt gehabt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das waren alle. Also das sind die Accessoires. Dann Make-up gibt es nichts Neues. Gesicht, Zähne, Hautdetails gibt es auch nichts Neues. Also das ist hier, da gibt es nichts Neues. Es kam ja mit dem Update dann das mit den Augen und so dazu. Aber sonst gibt es hier nichts weiteres. Und hier natürlich die Outfits. Da gibt es wieder jede Menge hier für die Ladies. Ja, wir haben auch ein paar, die jetzt so aussehen wie die männlichen Pendants. Aber hier ist sehr cool mit den Mustern oben, ne? Mit diesen sehr schön hier auch zum Beispiel. Wow. Richtig schick auch gemacht. Also da kann man eine Rosenrancherin erstellen oder was. Auch hier wieder diese warmen Schafspelz, nenne ich es jetzt mal, Outfits. Hier so ein lockeres Hemd, ne? Wir haben hier so ein, das kommt jetzt schon mehr in Richtung Poncho rein, also sowas längliches, lockeres. Dann hier so ein etwas wieder, ne, mit Weste drüber, auch hier wieder so ein paar schmutzige Alternativen. Hier so ein sehr sommerliches Oberteil, auch sehr, sehr schön. Verschiedenste Muster dabei, teilweise etwas pixelig, also wirklich pixelig. Ja, das ist jetzt so eine Winterjacke, würde ich jetzt mal sagen, auch wieder sehr kulturell angehaucht, ne?
Vom Stil her auch hier so ein schönes Hemd mit so Bändern an den Ärmeln und an der Seite hier, wirklich cool. Oder hier sowas, also richtig schicke Outfits. Gar nicht mehr so arg Ranch-Style, also ist auch sehr casual, finde ich jetzt. Ist gar nicht so spezifisch Ranch. Pferderanch, es ist schon natürlich, haben wir überall Pferdemuster und so ein bisschen was dabei, aber es ist jetzt nicht, guck mal, wie toll dieser Pulli ist über dem Hoodie da, das ist doch unter dem Hoodie. Aber es, man kann es auch, also es ist nicht so jetzt irgendwie, dass es überhaupt nicht alltagstauglich irgendwie wäre ohne Ranch-Gameplay. Ja, gar nicht, ne, also sehr, sehr breit einsetzbar, richtig schöne Hemden auch so. Finde ich auch von der Art her, dass ein bisschen absteht. Und hier ist so das ganz schön. Hier nochmal so ein schickes Oberteil. Hier ist auch sowas mit Blümchen gibt es dabei. Und hier mit so Fransen vorne dran. Das ist auch so schön. Oben mit so Stickmustern dabei. Wirklich toll. Und hier dann noch dieses gestrickte. Ja, das ist wieder so ein bisschen naturverbundener, ne? Kulturell so ein bisschen das einheimische Thema. Finde ich wirklich gut. Also Kasten haben sie echt drauf mittlerweile. Gibt es ja bei jedem Pack kaum Dinge zu bemängeln. Also wirklich, wirklich schick. Hier auch dieser. Also wirklich cool. Auch hier, ne, kulturelle Outfits wieder dabei. Dann hier ist sowas Sportliches dabei. Lockeres, warmes hier. Schönes Kleid hier. So dezenten Mustern dabei. Oder hier so ein etwas offeneres Kleid, lockeres Kleid. Und hier dann noch so ein bisschen das zugeknöpfte Grand Dame. Finde ich sehr schön. Also es ist, glaube ich, auch für alle Altersstufen so ein bisschen was dabei. Also Senioren und so ist auch so ein bisschen was, ne? Mit so Röcken und sowas und so diesen anderen Stilen. Hier haben wir dann noch so verschiedene Hosen und Röcke. Auch hier wieder sehr, sehr schön. Mit den Mustern, mit den Farben, also wirklich toll. Hier noch so Blüten drauf und auch ohne gibt es auch neutrale Varianten. Da diese schöne Hose, dann hier noch so eine Schlaghose mit so Mustern am Schlag. Ist das so geil? Also wirklich krass, Party-Outfit hier zum Abdancen. Und da hat man dann noch diese Hose hier, da gibt es noch den Rock. Und hier nochmal diesen anderen Rock. Also sehr viele Röcke auch dabei, aber finde ich gar nicht mal so irgendwie... Passt auch mal. Handschuhe sind ja natürlich auch dabei und auch die Stiefel haben wir da. Aber hier haben wir noch mehr. Da gibt es nämlich noch mehr hier. Und neben denen, die haben wir ja schon gesehen bei den Männern, die haben die auch. Haben wir noch diese flachen Schuhe hier. Die habe ich euch noch vorenthalten. Und die hier gibt es hier noch. Auch sehr cool. Da müsst ihr ein bisschen rumklicken, weil manche haben da so ein schönes, besonderes Muster noch drauf. Und hier diese hohen Stiefel gibt es auch noch dabei. Sehr, sehr cool mit so einer, ja, dass die so, ne, geschützt sind außenrum, oben drüber gelayert, finde ich sehr, sehr gut. Also da haben sie dann alles gedacht für Pferdlein und für Reiter und für Rancher und für Party-Rancher. So, alles in allem, mein Fazit, ich finde es insgesamt, ist es eine runde Sache, es sind verschiedene Bereiche dabei, natürlich haben wir die Pferde, ja, als großes Highlight, Pferde erstellen, das gibt es nicht in jedem Pack, so eine Kreatur und natürlich ein bisschen wenig für die Kinder, Kleinkinder und die Säuglinge, beziehungsweise fast gar nichts, leider. Ja, wenn euch das Pack gefällt, wenn ihr es euch holt, dann kauft es doch über den Link in meiner Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich, ohne mehr bezahlen zu müssen. Vielen lieben Dank und teilt gerne eure Meinungen zu diesem Kass in den Kommentaren. Guckt in die weiteren Specials rein. Die Playlist findet ihr rechts oben. Vielen lieben Dank, Daumen nach oben nicht vergessen. Dankeschön, euer Daniel.